Also mein erster Eindruck vom Hotel war echt überraschend gut. Also man hat ja schon irgendwie so das Gefühl, so, okay, man muss jetzt 3 Wochen in ein Hotel, kann sich nicht wirklich frei bewegen, mal schauen, was das wird. Aber es ist echt schön. Dieser Game Room ist cool, die Zimmer sind schön. Es ist eine sehr schöne Lobby. Es ist irgendwie sehr gesellig. Viele schauen die ganzen Spiele in der Lobby. Also es ist wirklich, wirklich eine gute Stimmung hier im Hotel. Und wie gesagt, das ist ein schönes Hotel, also da hat die Liga sich auf jeden Fall gut Mühe gegeben und man kann es hier schon aushalten. Also natürlich trifft man ja auch andere Teams am Buffet, aber wirklich Trash Talk gibt es nicht. Man drückt vielleicht mal so einen kleinen Spruch, aber es ist alles sehr freundschaftlich. Es ist noch eine echt ganz gute Stimmung im Hotel. Ja, und die meisten Jungs kennt man ja auch, und das ist ja wirklich keinen, den man so richtig gar nicht ausstehen kann. Also wenn dann ist das alles freundschaftlicher Trash Talk. Also der Off-Day am Montag, der sah so aus, dass wir früh trainiert haben. Das war ein bisschen blöd, weil eigentlich hätten wir es am Nachmittag machen wollen, einfach wegen der Regeneration. Aber hier sind die Termine so fest getaktet, man kann sich das nicht wirklich frei aussuchen. Deswegen haben wir am Morgen trainiert, war dann kein hartes Training, war schon Fokus mehr auf Regeneration, ein bisschen 5 gegen 0, leichtes Krafttraining. Ja, haben natürlich auch Video geschaut, die Spiele zu bewerten, das Spiel. Ja, und den Rest vom Tag hatten wir dann frei und ja, haben aber auch nicht groß was gemacht, also war ein bisschen im Game Room und ein bisschen Karten gespielt. Also ich glaube, dass wir mit der Ausbeute auf jeden Fall zufrieden sein können, dass wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Es waren ja beide Spiele jetzt nicht die schönsten Spiele. Das hätten wir definitiv souveräner machen können. Aber man muss auch sagen, es waren zwei starke Teams. Beide haben gegen uns sehr gut gespielt. Gerade Frankfurt im ersten Spiel hat uns, glaube ich, ein bisschen mit der Physis überrascht. Das war das erste Spiel, da waren wir, glaube ich, noch nicht so im Rhythmus. Im zweiten Spiel sah das dann schon deutlich besser aus. Wir haben, glaube ich, wieder ein bisschen flüssiger gespielt. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei den 100%, wie wir es sein könnten, auch in der Defense nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch viel Raum, um uns zu steigern in dem Turnier. Ich habe tatsächlich schon Zeit gefunden, ein bisschen Tischtennis zu spielen. Blöderweise habe ich mich da ein bisschen vertan und mein Können ein bisschen zu gut eingeschätzt. Also ich habe gegen Lorenz gespielt, der hat mich leider abgezogen, was ich nicht gedacht hätte. Also der ist wirklich gut. Golf-Simulator war ich auch schon. Ich hatte so eine leichte Schulterverletzung und deswegen ist mein Swing nicht so gut. Deswegen halte ich mich da eher ein bisschen zurück und lasse da erstmal die anderen ein bisschen spielen. Ja, also macht alles Spaß hier, gerade im Game Room, aber leider habe ich noch an keinen von den Spielgeräten wirklich einen Sieg einfahren können. Da bin ich ein bisschen enttäuscht und muss ein bisschen nachlegen.